Konnichiwa, meine kleinen lieben süßen Automatologies und herzlich willkommen zum Otome Game Review von Worte. Falsch. Genius Inc. My Sweet Shifter. Glaube ich, dass es Shifter hieß. Auf jeden Fall, ich kann euch das direkt sagen, die Charaktere sind. Also, die sind fantastisch. Und deswegen mache ich das eigentlich auch. Also, von daher, wir gucken uns mal an und lassen uns verzaubern. Ich kann schweres Atmen hören. Ich bin es. Ich sehe ein Bild aufblitzen. Die Szene ist undeutlich. Mutter? Vater? Oh, okay. Ich keuche auf, als ich ein Stöhnen höre. Ich sehe Blut. Meine Mutter und Vater sind tot. Jemand anderer scheint undeutlich über ihn. Nein, nicht jemand. Etwas. Ist das... Was ist das? Es ist die Gestalt eines Mannes mit Blut am Mund und roten Augen. Stöhnend. Alles in mir sagt mir, dass ich rennen soll. Aber ich kann nicht. Ich bin ein Reh im Aufblendlicht. Ich keuche wieder auf. Er hat mich gesehen. Ich erstarre. Gerade als er mich angreift, schrecke ich aus dem Schlaf hoch, außer Atem, in einem Auto. Wo bin ich? Sir? Oh, es tut mir leid, ich muss eingeschlafen sein. Sir? Sind wir ein Kerl? Hä? Schon okay, Sir. Hä? Sir? Aber ich bin kein Mann. Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade, ich habe voll was übersehen. Sie sind jetzt an der Akademie, Sir. Warum sagt ihr immer noch Sir zu mir? Hä? Nervös wegen dem ersten Schultag, hä? Richtig, ja. Stimmt, er denkt, dass ich ein Mann bin, weil ich wie eine angezogen bin. Ich habe vergessen, dass ich eine Verkleidung trage. Das war sicher irgendein Albtraum. Nervös? Ich kichere nervös. Ein kleines bisschen, ja. Ich kann Sie verstehen, ich habe einige Gerüchte über diese Schule gehört. Was für Gerüchte? Nichts, nichts. Gehen Sie einfach sicher, dass Sie an dieser Schule extra vorsichtig sind. Warum? Ich habe Gerüchte über die Studenten hier gehört. Es ist gefährlich. Gefährlich? Wie? Manchmal verschwinden Studenten hier in der Gegend. Oh. Sobald sie vermisst werden. Ja? Keiner sieht oder hört jemals wieder von ihnen. Das ist beängstigend. Gut zu wissen. Also seien Sie vorsichtig, junger Mann. Ja, Sir, werde ich. Danke. Ich laufe herum und schaue mir die Umgebung an. Diese Schule ist auf jeden Fall schön. Hä? Mama? Kannst du mich aus dem Himmel sehen? Ich weiß, das ist nicht, was du für mich gewollt hast. Vielleicht willst du von mir, dass ich all das loslasse und einfach ein normales Leben führe. In dieser Elite-Jungschule könnte ich die Antworten darauf finden, warum du gestorben bist. Ich balle meine Hände zu Fäusten und halte mich selbst zurück. Nein, du bist nicht einfach gestorben. Du und Vater wurdet ermordet. Jemand hat euch mir weggenommen. Und ich bin dabei, herauszufinden, wer es getan hat. Die Antworten sind genau hier. Mama und Papa. Deshalb muss ich diese Verkleidung anziehen und so tun, als wäre ich ein Mann. Ich werde euch rächen, Mutter. Vater. Ich hoffe, dass ihr beide stolz auf mich sein werdet. Wie auch immer, wo bin ich? Ich ziehe eine Karte der Schule aus meiner Tasche. Ich merke nicht, dass ich gleich mit jemand anderem zusammenstoße. Und tue es. Ich falle fast um. Ich bin nicht einmal überrascht darüber, solche Dinge passieren mir schon oft. Ich sehe den Fremden an, diesen anderen Studenten. Ja, ich würde ihn auch gerne sehen. Hallo? Hallo? Hi! Du bist einer der Hübschen. Hi! Was geht ab? Du bist hübsch. Ich mag dich schon. Sei kein Arschloch, okay? Hey, schau, wo du hingehst. Was? Du bist mir... Mit dem zusammen... Verdammte Kacke! Du bist mit mir zusammengestoßen, du blöd... Leo?
Ich keusche auf. Es ist Leo, mein Freund aus Kinderzeiten. Kann ich dich irgendwo her? Ihr kennt mich in meiner Verkleidung nicht. Was ist mal? Nein, ich glaube nicht. Tut mir leid. Aber du kennst mich. Ich versuche ihn abzuwürgen. Er braucht nicht zu wissen, dass ich hier bin. Entschuldigen mich. Warte, Kime? Ich glaube, ich bin aufgeflogen, hä? Warum? Was machst du hier? Oder warum machst du das, du dummes Mädchen? Tsch, nicht so laut. Wir müssen reden. Irgendwo privat. Er zieht mich am Arm und ich bin zu überrascht, um ihn aufzuhalten. Okay, wir sind unter uns. Die Schule fängt erst in ein paar Minuten an. Was willst du, Leo? Ich will wissen, was du hier tust. Die Idee kam von dir. Erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich zurück. Es war ein paar Jahre nach dem Tod meiner Eltern. Leo und ich sitzen zusammen in meinem alten Zuhause, wo die meisten meiner Kisten gepackt sind, damit ich woanders hin umziehen kann. Es ist genau wie das, was passiert ist, als meine Eltern getötet wurden. Was meinst du? Die Polizei hat es auch einen Unfall genannt, aber ich weiß, dass jemand mein Zuhause in Brand gesteckt und meine Eltern getötet hat. Es war Mord. Ups, meine Jacke ist runtergefallen. Und die Polizei wollte mir nicht glauben, als ich sagte, dass ich etwas Seltsames mit dem Mörder meiner Eltern sah. Etwas wie das ist auch jemand in meiner Schule passiert. Deine Schule? Die Jungschule? Ja, dieser Typ. Seine Freundin wurde getötet. Das ist schrecklich. Die Polizei fasst deinen Fall auch nicht an. Etwas daran ist merkwürdig. Das ist alles, was ich weiß. Irgendwie glaube ich ihm nicht. Es gibt etwas, das Leo von mir verbirgt. Ich kann es fühlen. Etwas geht vor sich, das ist sicher. Denkst du, dass die Todesfälle miteinander zu tun haben? Vielleicht. Wurden deine Eltern und die Freundin des Jungen auf ähnliche Arten getötet? Und wenn du auf schreckliche Arten sagst? Ich meine blutig und schrecklich. Sieht wie ein Tierangriff aus, aber kein gewöhnliches Tier könnte das tun. Nicht hier in der Gegend. Das muss etwas bedeuten. Ein anderer Junge in meiner Schule könnte wahrscheinlich helfen, weißt du? Was meinst du damit? Er schaut für einen Moment unbehaglich rein, als würde er versuchen, die Beste abzufinden, mir etwas zu erzählen, ohne mir alles zu erzählen. Seine Familie, sie haben Verbindung zur Polizei. Könntest du für mich nachfragen? Wer weiß, ich kann es versuchen. Und wenn ich sie frage? Du wirst in dieser Schule gehen müssen, aber du kannst nicht. Aber was, wenn ich doch könnte? Ich kehre zur Gegenwart zurück. Leo sieht nicht wütend aus, mehr als hätte er Angst. Aber wovor hat er Angst? Du versuchst ja schon so lange, deine Mutter und deinen Vater zu rächen. Willst du es jemals loslassen? Klingt alles scheiße. Würdest du es loslassen, nachdem was mit deinen Eltern passiert ist? Leos Augen bekommen einen dunklen Blick. Es tut mir so leid, das war alles ziemlich scheiße. Etwas fast Animalisches, als er mich ansieht. Das ist fies, Kima. Aber würdest du? Du weißt, dass meine Eltern in einem Feuer gestorben sind. Komm mir nicht damit. Dir mit was nicht kommen? Du glaubst nicht, dass dieses Feuer ein Unfall war. Red nicht mit mir, als wäre ich dumm. Du hast mir das selbst gesagt. Weil ich weiß, dass es kein Unfall war. Und ich auch. Siehst du? Also verstehst du? Nein, das tue ich nicht. Und du verstehst auch nicht. Was meinst du damit? Es gibt Dinge, die du nicht verstehst, Kima. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich weiß es. Deshalb bin ich hier, um es herauszufinden. Mit oder ohne deine Hilfe. Ich kann dich nicht aufhalten, oder? Auf keinen Fall. Dann kann ich dir ebenso helfen, bevor du dich umbringen lässt. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Wie soll ich dich überhaupt nennen? Was meinst du? Wenn du in dieser Schule so tust, als wärst du ein Junge, wirst du einen Jungennamen brauchen. Was ist falsch an Kime? Findest du nicht, dass Kime ein wenig mädchenhaft ist? Kime kann ein Jungenname sein. Das stimmt sogar. Irgendwie. Leo grinst und kichert mich an, als würde er sich über mich lustig machen. Ich runzle die Stirn. In welcher Welt?
Gott, du bist so ein Junge. Ach nee, wirklich. Weil ich ein Junge bin. Und das solltest du auch, wenn du so tust, als wärst du einer. Ich seufze. Ich schätze, du hast recht. Du könntest mit deinen Namen durchkommen, schätze ich. Aber du könntest etwas Übung darin brauchen, dich mehr wie ein Kerl zu benehmen. Das sollte nicht schwer sein. Ich muss einfach so tun, als würde ich denken, dass ich besser bin als alle anderen, so wie du. Richtig? Sehr komisch. Du bist urkomisch. Sollte ich nicht einfach ich selbst sein? Was ist der Unterschied? Wenn du selbst sein willst, solltest du eine sehr andere Uniform tragen. Ich bin nicht hergekommen, um Freunde zu finden. Wenn du entdeckt wirst, könnten deine Pläne einfach so auseinanderfallen. Leo schnippt mit den Fingern. Ich brumme. Ich schätze, du hast nicht ganz Unrecht. Also was sagst du? Willst du üben, wie man ein Kerl ist? Na gut. Okay, lass uns loslegen. Ein Junge sein Grundlagen. Nenn es nicht so. Fein, also was ist die erste Lektion? Was ist die erste Lektion so? Zuallererst musst du herausfinden, welche Art von Junge du sein willst. Das ist fast wie eine Dating-Website, so wenn du deinen Charakter erstellen möchtest. Okay, das kann ich. Ui. Okay, ich darf entscheiden. Eine Sportskönner, ein geheimnisvoller Künstler, ein Nerd. Lass uns ein Nerd sein, oder? Nerds machen Spaß. Aber ich will keine Sportskönner tatsächlich sein. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Aber sei mir mal ein Nerd. Ich kann ein Nerd sein, schätze ich. Bist du sicher? Was meinst du damit? Nerds sind die Lieblinge der Lehrer. Sie können viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich könnte Lehrern nahe kommen, durch die Informationen bekommen, richtig? Das ist eine gute Idee. Denkst du schon wie ein Nerd? Halt die Klappe. Nerds sind ruhig in den Gängen, also halte deinen Kopf unten. Ich schätze, das bekomme ich hin. Und wenn du ein lautes Geräusch hast, versuche aufzuspringen und erschrocken zu handeln. Mädels würden sich auch so verhalten, aber okay. Wieso das? Es lässt dich schwach aussehen. Ängstlich, dass du von anderen Typen geschlagen werden könntest. Aber ich bin nicht schwach. Genau. Lass sie denken, dass du es bist. Und sie werden nie erwarten, dass du dich wehrst. Wenn du mit irgendjemandem Ärger bekommst, beschütze ich dich. Ich brauche deinen Schutz nicht, Leo. Pech gehabt. Du hast ihn schon und du wirst ihn auch brauchen. Was soll das heißen? Die Glocke läutet. Wir sollten in den Unterricht gehen. Was meint er damit? Was verbirgt er? Es ist Mittagspause nach dem Unterricht. Ich gehe durch den Korridor, in Gedanken versunken. Wow, dieser Unterricht war hart und das ist erst mein erster Tag. Dann höre ich jemanden in meine Richtung rennen. Ich drehe mich um. Ui. Was hat da gestanden? Oh Gott. Es ist ein blonder Junge aus meinem letzten Unterricht. Er lächelt mir zu. Der ist hübsch. Den mag ich, glaube ich. Der ist süß. Wow, er sieht sehr gut aus. Aber ich bin jetzt auch ein Junge. Nicht, dass irgendwas daran falsch wäre. Wie auch immer. Ich versuche nicht rot zu werden, aber ich lächle ihm auch zu. Und er ist sogar noch Finn und er ist so hübsch. So prinzlike. Ich mag das. Oh, aber der andere war eben auch voll cool. Du bist der Neue, richtig? Ich bin Finn. Hallo, ich bin Kime. Also dieses Projekt von letzten Unterricht. Ja? Kannst du glauben, dass sie uns schon am ersten Schultag ein langfristiges Projekt gegeben haben? Scheint so. Vielleicht, damit wir es nicht vernachlässigen und vergessen. Finn lacht. Ich lächle. Als ob das funktionieren würde. Wow, dieser Typ ist wirklich nett. Aber wie auch immer, müsst ihr zusammen dran arbeiten? Hä? Unser Lehrer hat gesagt, dass wir in Paaren arbeiten können. Ich habe mir überlegt, weil du neu bist. Kennst du vielleicht niemanden, mit dem du arbeiten möchtest? Oh, das ist so lieb. Wow, daran habe ich gar nicht gedacht. Also, willst du mit mir arbeiten? Oh, bitte, sag ja. Aber ich bin neu. Warum solltest du mit mir arbeiten wollen? Du bist nicht von hier, richtig? Nein. Dann ist es, weil ich einfach mit jemandem arbeiten will, der keine Meinung über mich hat. Das ist alles. Warum sollte ich eine Meinung über dich haben? Hat jeder ein Bild von dir, das sie glauben wollen? Finn zieht seine Augenbrauen zusammen und runzelt die Stirn.
Du stellst ganz schön viele Fragen. Ich versuche nicht rot zu werden und bleibe standhaft. Naja, du gibst mir keinerlei Antworten. Ich habe dich zuerst gefragt. Ja, warum nicht? Ich finde den tatsächlich besser als Leo, momentan. Ich finde den süß. Okay, sicher. Oh, okay, sicher. Sorry, ich bin ein bisschen krank. Ich werde mit dir am Projekt arbeiten. Okay, super. Du bist besser. Keiner dieser Typen, der mich die ganze Arbeit machen lässt. Oh nein, ich bin überhaupt nicht so. Willst du später zur Bibliothek gehen und loslegen? Du bist eifrig. Oh, Es ist der erste Schultag. Es wird um diese Zeit keiner in der Bibliothek gehen. Deshalb können wir uns die besten Bücher aussuchen. Das macht es uns später leichter. Oder einfacher. Das macht Sinn. Also, Bibliothek später? Sicher, Finn. Ich sehe dich später. Hä, wie merkwürdig. Ich frage mich, was er versucht zu verbergen und warum er mit mir arbeiten will. Hallo, Leo. Finn hat dich gefragt, ob du mit ihm am Projekt arbeiten willst. Hat er. Das ist komisch. Wieso? Weil Finn der Typ ist, dessen Familie Verbindung zur Polizei hat. Was? Sprich leiser, du Depp. Das sind großartige Neuigkeiten. Wie hast du das herausgefunden? Als meine Eltern getötet worden sind, hat er mir Hilfe angeboten. Er sagte, dass sein Vater mir wahrscheinlich helfen könnte, wenn ich seine Hilfe wollen würde. Aber ich traue ihm nicht. Aber wenn er etwas weiß, dann lass uns gehen. Lass uns ihn gleich jetzt fragen. Er zieht mich zurück und spricht leise flüsternd. Wir können das nicht einfach machen. Warum nicht? Ich habe so lange auf das gewartet, Leo. Kime, du hast eine Chance herauszufinden, wer deine Mutter und deinen Vater getötet hat. Eine Chance, sie zu rächen. Ich weiß das. Willst du das mit der ersten Idee riskieren, die in deinem Kopf auftaucht? Du kannst das nicht für mich entscheiden. Ich warte seit Jahren darauf und ich bekomme meine Antworten jetzt. Ich werde meine Rache für meine Eltern bekommen und du kannst mich nicht aufhalten. Ich stehe auf und stürme aus der Cafeteria. Für wen hält Leo sich? Nur weil er aufgegeben hat, Antworten für seine Eltern zu finden, bedeutet das nicht, dass ich es auch muss. Leo taucht auf, greift mich am Arm und zieht mich zurück zu ihm. Glaubst du, dass das ein Spiel ist? Ich kämpfe gegen seinen Griff an, aber er hält mich zu fest. Lass mich los! Hast du irgendeine Ahnung, womit du es zu tun hast? Wovon redest du? Hier steht mehr auf dem Spiel, als du vielleicht denkst, Kime. Nur weil du aufgegeben hast? Ist das wirklich, was du denkst, dass ich aufgegeben habe? Naja... Ich will einfach nicht zusehen, wie du getötet wirst, Kime. Warum sollte ich getötet werden? Was weißt du? Nichts. Und genau deshalb müssen wir beide vorsichtig sein. Besonders in der Nähe von Finn und Luca. Luca? Er ist ein anderer Junge in unserer Klasse. Was hat er damit zu tun? Er ist derjenige, dessen Freundin wie deine Eltern getötet wurde. Sag mir, was du weißt. Überlass das einfach mir. Nein, sag es mir. Ich weiß noch nicht viel. Also kann ich dir vertrauen und kein anderem? Ist es das? Du legst mir Worte in den Mund. Ich weiß nicht, Leo. Du scheinst viel zu wissen, was du mir nicht gesagt hast. Wie soll ich dir vertrauen, wenn du mir nicht vertraust? Fragst du mich das wirklich? Wir kennen einander seit Jahren. Das tun wir. Aber in letzter Zeit gibt es Verhaltensweisen an dir, die ich nicht verstehe. Es ist besser so. Lass mich das selbst beurteilen. Du wirst das nicht ruhen lassen, stimmt's? Nein, ich werde niemals aufhören, bis ich die Tode meiner Mutter und meines Vaters habe rächen können. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Glaub mir, ich weiß das besser als die meisten. Du weißt das, aber lass mich die Drecksarbeit machen. Ich habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen, Leo. Mädchen sollten ihre Hände nicht mit Blut beschmutzen, Kime. Was soll das heißen? Leo... Leo drückt mich an die Wand und neigt sich zu mir. Ich verschlucke einen Atemzug und fühle, wie mein Herzschlag zu rasen anfängt. Was tust du? Ich versuche, dich zu überzeugen. Was hat er vor? Warum fällt mir das Atmen plötzlich so schwer? Ui. Leo neigt sich zu mir, als ob er mich küssen würde. Oder wollte. Ich
Ich schiebe ihn genervt weg. Ich verschränke meine Arme. Was denkst du, was du da machst? Neo seufzt. Schau mal, ich weiß, dass du nicht aufgeben wirst, aber bitte vertrau mir einfach in dieser Sache. Warte eine Weile, bitte. Okay. Okay, gut. Du wirst trotzdem mit Finn zusammenarbeiten. Natürlich. Das ist jetzt nicht, was ich nein sagen würde. Ja, behalte deine Feinde in der Nähe, richtig? Ich schätze, aber sei vorsichtig, okay? Er und Luca haben einen Ruf. Ich weiß, du hast sowas gesagt. Ich werde vorsichtig sein, ich schwöre. Ich gehe auf dem Dach der Schule herum. Was habe ich mich nur gebracht? Es gibt so viel, das ich nicht weiß. Ich brauche einfach eine Weile Ruhe. Ich muss atmen. Ich sinke zu Boden und versuche zu atmen. Mama, Papa, das wird so viel schwerer, als ich dachte. Ui. Uiuiui. Der ist auch ziemlich hübsch. Boah, der ist echt hübsch. Oh, die Jungs sind voll toll. Ich schaue auf und sehe einen Jungen mit silbernen Haar. Ich erkenne ihn aus einer meiner Klassen. Wer bist du? Du bist in mein Territorium. Territorium, richtig. Ich hebe meine Augenbrauen. Was ist mit den Jungen in dieser Schule los? Was? Ich sagte, du bist in mein Territorium. Geh. Geh. Gott, ich kann die Stimme nicht. Wer hat das zu deinem Territorium gemacht? Geh einfach. Ich kann dich nicht brauchen. Boah, ich hab voll Beck. Ich hab voll Lust. Warum hab ich Beck gesagt? Egal. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Gehört dir diese Schule? Ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Lass mich einfach in Ruhe und ich werde dich in Ruhe lassen. Er sieht aus, als würde er weiter diskutieren wollen. Ich werde ihn nicht gewinnen lassen. Ich werde mich nicht den ganzen Tag von einem Haufen Jungen herumschubsen lassen. Er stößt scharf einen Atemzug durch seine Nase aus und gestikuliert mit seiner Hand in meine Richtung, als ob ich die Zeit nicht wert wäre. Irgendwie ärgert mich das noch mehr. Nur dies eine Mal, Neuer. Du kannst mir nicht sagen, was ich tun soll, wer auch immer du bist. Mein Name ist Luca. Und du willst wirklich nicht meine schlechte Seite kennenlernen, Neuer. Mein Herz steht, setz kurz aus, wegen der Art, mit der er mich ansieht. Er hat intensive Augen. Also das ist Luca. Der ist sauhübsch. Also, Luca, vielleicht willst du auch nicht wirklich meine schlechte Seite kennenlernen. Wie du willst. Luca stürmt davon, um in seiner eigenen Ecke zu schmollen. Wow, er hat eine wirklich dunkle Vergangenheit. Muss wegen seiner toten Freundin sein. Aber trotzdem, das gibt ihm nicht das Recht, mich so zu behandeln. Leck mich! Ich verdiene es genauso viel wie er, hier zu sein. Ich stürme davon und gehe zurück in den Unterricht. Es ist erst nach der Schule. Ich habe meinen ersten Tag überlebt. Das war anstrengend und der Tag ist noch nicht mal vorbei. Finn liest ganz allein in der leeren Bibliothek. Ich gehe zu ihm. Hey, Finn. Oh, zu hoch. Egal. Er blickt zu mir auf und sieht fast überrascht aus. Kima, du bist gekommen. Ich fühle, wie meine Lippen sich von allein zu einem Grinsen verziehen. Hast du gedacht, ich will nicht kommen? Finn zuckt mit den Schultern. Es hätte sein können, dass dir jemand gesagt hat, du sollst dich von mir fernhalten. Ich erinnere mich an Leo, der mir genau das gesagte. Er sieht traurig aus deshalb. Ich versuche, mein Gesicht so cool wie möglich aussehen zu lassen. Er muss es jetzt noch nicht wissen. Zumindest nicht, bevor ich mehr darüber weiß, wie er und seine Familie mir helfen könnten, herauszufinden, was mit meinen Eltern geschehen ist. Ich lächle so unschuldig, wie ich kann. Was lässt dich so denken? Menschen. Alle denken, dass sie mir sagen können, was ich bin oder wer ich sein kann. Ohne mich wirklich zuerst kennenzulernen. Man gewöhnt sich irgendwie dran. Oh wow, er scheint auch authentisch zu sein. Vielleicht irrt sich Leo in ihm. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht beurteilen. Schon okay, sogar mein Vater macht das. Wenigstens hast du noch deinen Vater. Er sieht zu mir auf, verwirrt, bis er begreift, was ich gemeint habe. Seine Augen weiten sich und sein Kiefer klappt mitfühlend auf. Oh, es tut mir so leid. Schon okay. Finns Telefon beginnt zu klingeln. Er schaut darauf und sein Gesicht verliert seine Farbe.
Oh, tut mir leid, entschuldige mich, ich muss drangehen. Ich zocke mit den Schultern. Geh schon. Finn geht, um den Anruf anzunehmen. Ich entdecke das Buch, das er las. Das Buch ist abgenutzt und viel gelesen. Ein paar Seiten sehen aus, als würden sie bald aus der Bindung fallen. Hä? Das sieht nicht wie ein Buch aus der Bibliothek aus. Ich würde mich schon interessieren, was da steht. Oh! Nein, 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 das machen wir nicht. Nein. Vielleicht sollte ich reinschauen. Nee, wen kümmert's, was er liest? Aber ich lese den Titel des Buches. Der Titel ist Beastman. Die Ursprünge von... Aber bevor ich den Titel zu Ende lesen kann, höre ich einen Schrei. Er kam aus der Nähe der Bibliothek. Nur eine weitere Person ist in der Bibliothek. Ein Typ mit Kopfhörer. Er hat es nicht bemerkt, aber ich... Ich springe bei dem Geräusch auf. Oh mein Gott. Was war das? Jemand ist in Schwierigkeiten. Ich laufe in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Kam? Kam. Hallo. Ui. Er ist wie ein Berserker. Der Mann, ein Beastman, trinkt das Blut des Mädchens. Es bringt sie um. Hey! Warum habe ich das gemacht? Oh Gott, was mache ich? Boah, Alter, kämpfen, Mann. Ohne nachzudenken, ziehe ich meinen Schuh aus. Ich werfe meinen Schuh nach ihm. Lass sie los! Der Beastman lässt das Mädchen zu Boden fallen. Er sieht mich an und ich keuche auf. Wie mein Traum. Ich erstarre. Ich kann mich nicht bewegen. Seine Augen sind rot. Nein, auf keinen Fall. Ich versuche, mich rückwärts zu bewegen. Er ist wieder mal aus meinem Albtraum. Wie das Wesen, das meine Eltern getötet hat. Der Beastman beginnt anzugreifen. Ich schütze meinen Kopf und versuche, den Angriff abzuwehren. Finn kommt und greift den Beastman an. Ich keuche auf und bleibe stehen. Ich kann es nicht glauben. Finn kommt zu meiner Rettung. Der Beastman läuft davon. Finn streckt mir seine Hand hin und da bemerke ich, dass ich vor Schock auf meine Knie gefallen bin. Bist du okay? Ich bin okay. Ist sie... Wer? Oh. Finn sieht das Mädchen auf dem Boden. Ich schaue zu Finn. Ist sie tot? Finn! Finn schaut mich an und ich sehe, dass sich Finns Augen verändert haben. Ich keuche auf. Finn? Finns Augen sind nur einen kurzen Moment flackernd rot, wie die des Beastman. Was geht hier vor sich? Finn schaut mich an, als wäre er genauso erschrocken. Was bedeutet das? Wer war dieser Mann und warum habe ich vorhin davon geträumt? Hat Leo die Wahrheit über Finn und Luca gesagt? Finn ist im nächsten Kapitel heraus. Oh, halbe Stunde. Ey, wenn das weiter so halbe Stunde... Ich finde es aber gerade voll spannend. Ja. Nichts Wichtiges, okay. Mein Herz hat sich immer noch nicht vor allem beruhigt, was ich gerade gesehen habe. War das ein Beastman? Wie in Finns Buch? Und was ist mit Finns Augen passiert? Finn? Finn kniet über den Körper des Mädchens. Sie bewegt sich nicht. Tief in mir weiß ich, dass sie tot ist. Es ist Blut an der Stelle, wo der Mann sie angegriffen hat. So grauenhaft die Szene auch ist, ich kann nicht wegschauen. Es sieht zu vertraut aus. Es ist genauso wie damals, als meine Eltern getötet wurden. Aber immer mehr fühle ich mich, als ob das mehr eine Erinnerung als ein Traum ist. Könnte das die Verbindung sein, nach der ich suchte? Finn, was geht hier vor sich? Finn kneift die Haut zwischen seinen Augenbrauen zusammen und schließt seine Augen. Er nimmt ein paar tiefe Atemzüge. Ich sage nichts und sehe nur zu. Es ist, als ob er versuchen würde, sich zu beruhigen. Du solltest hier verschwinden, Kima. Aber du hast mich gerade gerettet vor diesen... Was war das? Musst du immer so viele Fragen stellen? Nur weil du immer noch keine Antworten gibst. Wie was zum Teufel mit deinen Augen los war? Meine Augen? Was ist mit meinen Augen? Er sieht mich an und seine Augen sehen nicht mehr rot aus. Habe ich mir das nur eingebildet? Das ist so hübsch. Ich könnte schwören, dass sie für eine Sekunde rot wurden.
So wie bei diesem Ding, das das Mädchen getötet hat. Du hast einen Schock, Kime. Du musst verwirrt sein. Bin ich verwirrt? Verliere ich meinen Verstand? Pinnt sie sein Telefon heraus und tippt mit rasanter Turbogeschwindigkeit. Ich habe die Behörden kontaktiert, damit sie sich um das hier kümmern. Ich werde bleiben und mit ihnen sprechen. Ich werde ihnen nicht sagen, dass du hier warst, aber du solltest nach Hause gehen. Was meinst du damit, dass ich nach Hause gehen sollte? Du hast mir nichts erklärt. Es ist nicht die Zeit, Kime. Du willst nicht hier sein, wenn die Behörden kommen. Er funkelt mich an. Es ist kein Blick, den ich an ihn kenne, weil er für mich immer so freundlich aussieht. Das bringt jetzt nichts, Fragen zu stellen. Er wird mir keine Antwort geben, von daher lass es lieber. Na gut, ich überlasse es dir. Ich bin im Moment sowieso zu schockiert, um Fragen zu stellen. Aber gerade als ich mich in die andere Richtung drehe, fühle ich Finn meine Arme greifen. Ich drehe meinen Kopf, um ihn anzuschauen, und seine Augen sehen direkt in meine. Sein Starren ist intensiv und ich fühle mich, als ob mein Herz in meine Gurgel gerutscht ist. Oder wäre. Ich kann kaum atmen und es ist die längste Sekunde meines Lebens. Erzähle niemanden davon. Was? Erzähle einfach niemanden davon. Aber... Tu es einfach nicht und stelle keine Fragen. Ich starre ihn einen Moment lang an. Ich werde nicht zulassen, dass er mir Angst macht. Das ist für mich zu unheimlich, um einfach darüber wegzusehen. Lass mich los! Ich ahme seine dunklen, festen Tonen nach. Ich bin niemand, den er einfach herumkommandieren kann. Ich bin nicht das hilflose kleine Mädchen, das ich einmal war. Ich werde nichts in meine Wege kommen lassen, um den Tod meiner Eltern zu rächen. Finn schiebt meinen Arm weg. Ich stolper so und starre ihn an. Du wirst mir Antworten für das geben. Ich werde ein Nein nicht als Antwort akzeptieren. Ich halte seinen Blick für einen Moment und schaue auf die Leiche direkt hinter ihm. Keiner von uns sagt etwas, aber ich kann jetzt nicht hier sein. Ich drehe meinen Rücken zu und gehe, fühle mich verwirrter als jemals zuvor. Ich laufe zur Sicherheit meiner Wohnung zurück. Es fühlt sich so komisch an, wieder hier zu sein, wo alles so ist, wie ich es heute Morgen zurückgelassen habe. Aber alles sich so anfühlt, als hätte es sich geändert. Ich kann den Schrei des Menschen nach Hilfe nicht aus meinem Kopf bekommen. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Oder das Bild der Augen des Dings, als es sie getötet hat. Oder Finns eigene Augen, die ebenfalls rot leuchteten, glaube ich. Ich erinnere mich nicht daran, eingeschlafen zu sein, aber ich bin es schließlich. Am nächsten Tag komme ich benommen wieder in die Schule. Ich kann mich kaum auf irgendwas im Unterricht konzentrieren. Ich fühle mich wie ein Fahrgast in meinem eigenen Körper, als wäre alles unscharf. Neo muss es im Laufe des Tages bemerkt haben. Als die Glocke zur Mittagspause läutet, kommt er zu mir, während ich meine Sachen zusammensuche. Puh. Der hat irgendwas zu mir gesagt. Hey, Fremder. Was? Es ist erst ein zweiter Tag und du siehst schon total gestresst aus. Was hättest du die ganze Nacht nicht geschlafen? Wenn er nur wüsste. Neo versucht zu lachen, aber ich weiß, dass er nach meinen Reaktionen schaut. Ich weiß wirklich nicht, wie ich reagieren soll. Es ist noch nicht mehr Prüfungswoche. Ich werfe ihm einen Blick zu. Aber er hat recht und meine Augen fühlen sich sehr müde an. Ich habe überhaupt nicht gut geschlafen und ich sehe auch so aus. Ich weiß es. Hey, bist du okay? Ich seufze. Nee, lass es erstmal. Da war ein Kampf. Jemand wurde ausgeraubt. Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht. Aber ich weiß, dass er es weiß. Ich war noch nie ein guter Lügner. Ich lücke nervös. Was ist wirklich passiert, Kima? Du bist weiß wie ein Laken. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich stoße einen Seufzer aus. Er kennt mich zu gut. Es bringt nichts, ihn anzulügen. Verspreche, dass du nicht wütend wirst. Auf keinen Fall. Schön. Ich bin nach dem Unterricht zur Bibliothek außerhalb der Schule gegangen, um Finn zu treffen. Er hat einen Anruf angenommen und da hörte ich einen Schrei. Leo rollt seinen Augen und grunzt. Und du bist hinausgenommen, um zu sehen, was los ist, oder? Du und dein dummes, blutendes Herz. Jemand hat meine Hilfe gebraucht, Leo. Warum musstest du es sein? Es gab keinen anderen in der Nähe. Er stößt ein frustrierendes Knurren aus. Was ist dann passiert? Ich bin hinausgelaufen, um das Mädchen zu finden, aber sie wurde angegriffen.
Etwas hat sie getötet. Leo sieht schockiert aus, sein Kiefer klappt herunter. Es hat mich gesehen und hat versucht, mich anzugreifen. Wie hat es ausgesehen? Ein Mann, aber mit leuchtend roten Augen. Und er hat sie gegessen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Wie konntest du entkommen? Finn ist gekommen. Er hat mir geholfen, aber... Aber was? Ich beiße auf meine Lippe. Leo ist mir jetzt nah und hält mich an den Schultern. Versucht mich dazu zu bringen, die Geschichte weiterzuerzählen. Er hat das Ding weggeschickt. Ich weiß nicht wie, aber für eine Sekunde dachte ich, dass seine Augen auch leuchtend rot glüht haben. Wird er mir glauben? Vielleicht denkt ihr, dass ich auch verrückt werde. Leo lässt seinen Kopf fallen und seufzt. Er schüttelt seinen Kopf. Du musst mal fantasiert haben, ein Streich des Lichts. Finn hat das auch gesagt. Du hattest einen Schock, das ist alles. Ich weiß. Willst du jetzt endlich diesen lächerlichen Plan beenden? Was? Jetzt, wo du weißt, wie gefährlich es sein kann. Ich habe noch mehr Grund, weiterzumachen. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, meine Eltern zu rächen. Du musst immer der Held sein, stimmt's? Jemand muss es tun. Jemand muss sich kümmern. Es gibt wirklich Beastmen da draußen. Leo sieht schockiert aus. Was ist da draußen? Beastmen. Wo hast du davon gehört? Ich habe Finn ein Buch über sie lesen sehen. Leo runzelt die Stirn. Ich habe recht, stimmt's? Ich habe gestern einen Beastman gesehen, der dieses Mädchen getötet und gegessen hat. Und ein Beastman hat meine Eltern getötet. Ich starre ihn an, fordere ihn heraus, mir zu widersprechen. Weg ist das Mädchen, das vor ein paar Minuten noch Angst hatte und geschockt war. Ich finde meine Stärke wieder. Ich werde nicht aufhören zu versuchen, den Tod meiner Eltern und meiner Mutter und meines Vaters zu rächen. Du denkst, dass ich recht habe, stimmt's? Kime. Er sagt meinen Namen, als wäre es eine Warnung. Egal, ich weiß, dass ich recht habe. Zum letzten Mal, du musst aufhören. Er greift meinen Arm mit seiner Hand. Es tut fast weh. Er starrt mich an und ich könnte schwören, dass für den Hauch einer Sekunde seine Augen auch rot aufleuchten. Ich verliere vielleicht meinen Verstand, aber ich weiß, dass ich recht habe wegen dem Beastman. Das kann kein Zufall sein. Du kannst mich nicht aufhalten, Leo. Entweder hilfst du mir oder gehst mir aus dem Weg. Du bist nicht so hart im Nehmen, wie du denkst. Das ist zu gefährlich. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Lass mich jetzt los. Du hast gerade gesagt, dass du gesehen hast, wie ein Mädchen getötet wurde. Willst du die Nächste sein? Ich werde dich den Rest meines Lebens in Angst verbringen. Ich bin kein Feigling. Nein, du bist einfach ein Dummkopf. Er lässt meinen Arm los, schiebt mich fast weg. Ich sammle meine Sachen ein und drehe ihm meinen Rücken zu. Ich brauche Leo nicht. Ich kann das allein, wenn ich muss. Mit Leo zu sprechen gab mir einen neuen Sinn. Ich mag mich vielleicht fürchten, aber das ist kein Grund, mich in Angst zu verstecken. Ich werde nicht den Rest meines Lebens in Angst verbringen. Ich gehe zur Bibliothek, nachdem der Unterricht zu Ende ist. Ich muss mir über die Beastmänner recherchieren. Vielleicht sogar ein paar Bücher über Selbstverteidigung. Man weiß ja nie. Niemand bringt ein Buch zu einem Faustkampf mit. Ich lächle über mich selbst bei meinem Witz. Es ist eine Weile her, dass ich Zeit mit mir allein verbracht habe. Aber es ist auch irgendwie unheimlich. Ich fühle mich fast so, als würde ich beobachtet werden. Da sehe ich Finn aus dem Augenwinkel. Er ist auch in der Bibliothek. Ich gehe sofort zu ihm. Finn! Die Bibliothekarin ruft mich mahnend. Shh! Was ist passiert? Was meinst du damit? Er sieht aus wie bei unserem ersten Treffen. Er trägt wieder seine Maske aus Freundlichkeit und Sanftheit. Wie zu dem Zeitpunkt, als ich noch zu wenig wusste. War das wirklich erst gestern? Aber jetzt kenne ich die Wut seiner sadistischen Natur, die darunter liegt. Stell dich nicht dumm mir gegenüber. Das ist beleidigend. Sag mir, was mit dem Mädchen passiert ist. Ich sehe, wie sein Kiefer sich verspannt. Es gibt etwas in mir, einen Instinkt, der mir sagt, dass ich es sein lassen soll. Überlebensinstinkt rührt sich und sagt mir, ich soll davonlaufen. Aber ich tue es nicht. Ich bleibe standhaft. Sie ist tot. Also lass es los, Kima, wenn du nicht die Nächste sein willst. Du willst mir wirklich nichts darüber sagen? Es ist zu deinem Besten. Ich werde entscheiden, was gut für mich ist. Vielen Dank. Um anzufangen, woher wusstest du überhaupt, dass ich in Schwierigkeiten war? Ich habe auch den Schrei gehört. Ich wollte helfen. Warum lief es vor dir davon, als du da aufgetaucht bist, aber nicht vor mir?
Er sieht überrascht aus bei der Frage. Hä? Ich habe ihn damit schockiert. Ich weiß es. Woher soll ich das wissen? Weil du derjenige bist, der über Beastman Bescheid weiß. Seine Augen weiten sich, als ich die Beastman erwähne. Ich fühle, wie sich die Haare in meinen Nacken aufstellen. Er hat nicht erwartet, dass ich das weiß. Weil es ein Beastman war, stimmt's? Ein Beastman hat dieses Mädchen getötet. Woher weißt du von Beastman? Ich habe dein Buch gesehen. Wenn du es besser wissen würdest, wäre dir klar, dass du so weit wie möglich von allem wegbleiben solltest, was mit Beastman zu tun hat. Du kannst mir nicht sagen, was ich tun soll. Ich habe Nein gesagt. Ich heb's auf. Ich knirsche mit den Zähnen. Gut, dann bleib so. Und ich dachte, du wärst nett. Es gibt eine Sache, von der ich glaube, dass du sie wissen musst. Was? Der Beastman gestern. Ich atme scharf ein. Es ist, als ob er jeder Teil von mir plötzlich gereizt ist, als die Erinnerung mich wieder einholt. Was ist mit ihm? Er hat dein Gesicht gesehen. Und? Er kennt deinen Geruch und ein Beastman vergisst diese Art von Dingen nicht. Was soll das heißen? Das heißt, pass auf dich auf, Kima. Es gibt einen Grund, warum nicht viele Menschen wissen, was ein Beastman ist. Ich kann fühlen, wie sich meine Augen weiten und mein Herz zu rasen beginnt. Aber du warst auch dort. Seine Augen bekommen einen ersten Blick. Ich schlucke nervös. Ich weiß. Er lässt mich so zurück, unfähig mich zu bewegen oder etwas zu finden, was es noch zu sagen gäbe. Neo weiß, wie gefährlich es ist. Durch das, was Finn mir gerade erzählte, verstehe ich es jetzt auch. Glaube ich zumindest. In was zum Teufel habe ich mich da nur reingeritten? Nachdem Finn gegangen ist, bleibe ich noch eine Weile in der Bibliothek, denke einfach über das Letzte nach, was er gesagt hat. Wenn der Biester meinen Geruch jetzt kennt, was bedeutet das? Wird er mich jetzt suchen? Bin ich in unmittelbarer Gefahr? Plötzlich fühlen sich die Mauern um die enorme Bibliothek sehr, sehr klein an. Ich fühle mich gefangen und es fällt mir plötzlich schwer zu atmen. Ich kratze mich nervös am Nacken und muss plötzlich wirklich hier raus. Ich eile aus der Bibliothek so schnell wie ich kann. Ich brauche Luft. Ich gehe aufs Dach, muss meinen Kopf frei bekommen. Ich erreiche außer Atem das Dach. Ich kann bald nicht mehr wirklich. Boah. Der Ausblick von mir ist wunderschön und für eine Sekunde beruhigt es mich ein wenig. Ich habe so lange auf eine Chance gewartet, meine Eltern zu rächen. So viele Jahre sind vergangen, fast ohne irgendwelche neuen Informationen und plötzlich erfahre ich so viel. Ich setze mich, fühle, wie ich atme und lasse mich alles verarbeiten, was geschehen ist. Da höre ich die Tür sich öffnen. Öffnen! Ist mir jetzt egal. Aber wer ist er, dass er ein ganzes Dach für sich einfordert? Du schon wieder? Ich rolle mit den Augen. Ich bin auch nicht in der Stimmung für dich. Geh! Es ist keine Frage oder Bitte, es ist eine Aufforderung. Nee, ich hab keinen Bock. Weißt du was? Schön. Du bist die Anstrengung nicht wert. Er sieht wütend aus, aber auch enttäuscht. Fast so, als ob er wollen würde, dass ich ihm gegenüberstehe. Irgendwie tut er mir leid. Ich gehe, um das Dach zu verlassen, als die Sonne beginnt unterzugehen. Aber ich bin so müde von meinem anstrengenden Tag. Ich stolper über mich selbst und fühle, dass Luca mich auffängt. In seiner Überraschung fühle ich seine Hände auf meiner Brust. Fuck, ich sehe zu ihm auf. Ich fühle seine Hände meine Brüste drücken und da begreife ich... Oh nein! Du bist ein Mädchen? Sofort weiche ich von ihm zurück. Ich verschränke vor Schock und entsetzte meine Arme von meiner Brust. Hat dich jemand hergeschickt? Was? Spiel nächste mir nach. Warum? Luca nähert sich mir wütender als zuvor. Ich fühle, wie mein Herrscher sich wieder beschleunigt. Wer bist du? Für wen arbeitest du? Bist du einer von ihnen? Einer wovon? Bist du auch ein Beastman? Wie denen, die meine Freundin töteten? Meine Augen weiten sich in Panik. Wer weiß von den Beastmen? Beastmen töten seine Freundin. Was soll ich tun? Finde es im nächsten Kapitel heraus. Oh Gott sei Dank. Halleluja, ich kann nicht mehr. Boah, auf jeden Fall, die Story ist mega cool, aber richtig lang. Boah, das heißt wirklich Shifter. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, schreibt in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, irgendwann wieder. Heute. Ne. Boah.
Jede Episode 48 Minuten circa oder irgendwas über 20. Boah, nee. Das reicht. Bye bye, ciao, ciao, sayonara und salabatamalachis. I love you und bye bye.